Streitkräften wieder eingenommen wurden. Die Regierung fordert die Zivilisten auf, wieder in diese Nachbarschaft zurückzukehren. Große Teile sind aber noch nicht ganz sicher. Der Mann, der für die Säuberung der befreiten Gebiete von Bomben, Minen und anderem verantwortlich ist, zeigt uns nun die extrem gefährliche Arbeit seiner Männer, damit diese Nachbarschaften für die Zivilisten wieder sicher werden. Pioniere sind Helden, der Tod ist unser Spielzeug. Der Slogan dieser Berufsschule passt. Ihr Boss, Lieutenant Colonel Alaa Mehrez, sagt, in der Aleppo-Provinz habe er nur noch 16 Pioniere von ursprünglich 200, als vor über 4 Jahren der Krieg hierher kam. Bisher haben sie die Hälfte dieses Gebietes gesäubert. Selbst die Grundschulen wurden zu Hauptquartieren der Rebellen. Die Pioniere sagen uns, das wird benutzt, um Sprengstoff zu zünden. Das dort für Satellitenkommunikation, und auf dem Boden liegen Teile eines Sprengstoffgürtels. Das alles in einem Klassenraum, der eindeutig als Basis für Oppositionskämpfer genutzt wurde. Auf dem Hof dieser ehemaligen Schule liegen überall verstreut nicht genutzte Gaszylinder und Mörser herum. Die Pioniere haben sie markiert, um sie später wegzuschaffen und dieses Gebiet zu sichern. Wären sie echte Revolutionäre, dann hätten sie für so etwas keine Schule genutzt. Wir gehen nach nebenan, dort war ebenfalls mal eine Schule. Nun liegen dort Kriegsüberbleibsel herum. Eine weitere Schule, wie Sie an den Büchern hier erkennen können. Hier ist eine Bombenfabrik. Hier steht, generiert das hocheffektive, giftige Phosphingas. Das ist Aluminiumphosphid. Hier stehen 2 Fässer voll mit dieser extrem giftigen Chemikalie. Laut Conflict Armament Research hat der IS im letzten Jahr Phosphingas als Chemiewaffe gegen kurdische Kräfte in Nordsyrien eingesetzt. Diese Säcke sind voll mit Zündern, die in die Gaszylinder kommen, die überall auf die zivilen Gebiete und Positionen der Regierungskräfte abgefeuert wurden. Während weitere Teile Ost-Aleppos unter Regierungskontrolle fallen, arbeiten der Lieutenant Colonel und sein bereits ausgelastetes Team rund um die Uhr. Die vor ihm liegende Aufgabe beeindruckt ihn jedoch nicht. Ich mag diesen Job. Wenn du mit dem Tod spielst, dann ist das etwas anderes. Nicht der Tod ist das Problem, die Heimat ist das Problem. Bleiben oder gehen. Dies hier zu sehen, ist die Belohnung dafür, sich jeden Tag dem Tod zu stellen. Einige von Aleppos tausenden Bewohnern. Ohne die Pioniere könnten sie nicht zurückkehren. Lizzie Phelan, reporting for RT from Aleppo. Westliche Beamte spielen die Bedeutung der sehr wahrscheinlichen Befreiung Aleppos von den Extremisten herunter. Selbst wenn Aleppo für alle Parteien in diesem Krieg kein umkämpftes strategisches Ziel mehr ist, ist dieser Krieg nicht vorbei. Ich bin überzeugt, der Fall Aleppos wird den Krieg nicht beenden. Es wird andere militärische Eskalationen geben. Nicht nur territoriale Verluste sorgen für eine unsichere Zukunft der US-unterstützten Rebellen. Auch Donald Trump, der im Januar das Weiße Haus übernimmt. Der kommende Präsident hat die Rebellen wiederholt abgelehnt und ihre wahren Ziele hinterfragt. Laut der Washington Post prüfen oppositionelle Fraktionen ihre Optionen, unter ihnen auch eine Allianz mit Al-Qaida und der Erhalt von mehr Hightech-Waffen von den Golfstaaten. Wir haben den Artikel mit der Politikanalystin Marwa Osman diskutiert. Sie sagt, alleine schon die Idee von moderaten Rebellen ist eine genehme Fiktion. Schon bald werden sich diese Extremisten rächen. Bis jetzt, seit 5 Jahren Krieg in Syrien und länger, gibt es keinerlei Anzeichen von wirklich moderaten Rebellen in Syrien. Wenn wir die Zeitungen sehen, die von der Möglichkeit reden, die sogenannten Rebellen aufzugeben, dann könnte die Alternative dieser Gruppen lauten, zu ihren Gönnern zurückzukehren. Wir reden von den Golfstaaten, speziell Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.